Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Wir sind immer noch unverändert hier in IOTA. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Und ich habe mir ja heute zum Ziel gesetzt, die Heldenmission von Alexandria einmal abzuschließen, beziehungsweise voranzubringen. Einigen wir uns mal auf voranzubringen, denn Abschluss weiß ich in diesen zweiten Phasen dieser Heldenmission nicht, wie lange das hier immer dauert. Die letzte hat nämlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach, das ist hier komplett am anderen Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Aufgabe war. Aber das bietet sich an, dann kann ich nämlich gleich beim Fragezeichen nochmal vorbeigucken. Wie hieß der nochmal? Radada oder so? Irgendwas mit R. Ich erinnere mich noch an den Nopon. Achso, ich dachte, es geht direkt eine Szene los. Aber das kommt dann wahrscheinlich. Warte, warte, bevor ich darauf zusteuere. Einmal nochmal ganz kurz hier geguckt. Eventuell sollte ich mir das nochmal überlegen. Ey, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Brennende Neugier, das konnte ich doch gar nicht finden, weil ich... Oder gar nicht abschließen, weil ich gar nicht wusste, wo das ist. Wobei... Ey, so viel habe ich dann hier gar nicht mehr. Nopon-Register kann ich noch gar nicht abschließen. Und das hier wäre das nächste. Dann kann ich auch gleich das hier machen. Warte mal, was habe ich denn für ein Level? Ich bin nur 2 Level drüber. Ich glaube, das könnte etwas anspruchsvoll werden, was ich mir hier vorgenommen habe. Komm, stürzen wir uns jetzt ins Getümmel. No risk, no fun. Wow. Wow! This is all just so over the top. Yes, though mainly your reaction. Ah! Welcome, welcome. I've been waiting. Hey, pal. How you doing? Not too shabby, I suppose. Riku, Chief, Manana. Friend Baldi! Manana missed friend! No need to be shy, Chief. I envy you your energy levels, bud. It has been a while. I'm glad to see you in high spirits. Thank you. And yes, I'm pretty good. Who's this? She's the commander from Colony IOTA. You got the message, right? Oh, you're Auntie Alexandria. Thanks for reaching out. It's Alexandria, actually. It would honor me greatly if you'd remember. Alexandria. A pleasure to meet you. I'm the commander of Colony 30, Valdi. This will be my first technology summit. I'm really excited about this. I myself, not so much. Hey now. Really? You don't like Levinuses? I don't. Especially yours. I see. Well, I'm sorry to hear that. Then I hope that by the end of the day, you'll have learned to love them just as much as I do. Your credit to your colony, Commander. But don't you think you should be on your guard even a little? Why would I? We have no reason to fight. You might be the only one who thinks that. Obviously not. If I was, the others wouldn't have brought you. You trust them, don't you? Just as you do, right, Alexandria? Yes, of course. All right then, let me show you around. There's lots of stuff on the ground, so you'll have to watch your step. I have nothing to hide from friends, but feel free to look around. Wie gemein sie gerade auf ihn reagiert hat, aber ich finde... I bet he doesn't get to show off like this very often. He completely minced my name, but otherwise very good. Aber ich finde, er hat sich echt gut geschlagen. Also er hat richtig, richtig toll reagiert, sich gar nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und im Grunde genommen ist er fast schon souveräner aufgetreten als sie. Also großartig. Daumen hoch für Valdi. So, Ritz, was geht? Die Nopern sagen, der Kommandeur arbeitet an einer Methode, die Autolefs von Agnus zu unseren Freunden zu machen. Kreative Ideen hat er, das muss man ihm lassen. Ja, Kreativität ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Also wenn ich hier neue Mission wäre, dann würde ich das ja jetzt hier irgendwie erkennen, richtig? Nur die Informationen nicht. Ich muss mich immer mal wieder mit den Basics gedanklich auseinandersetzen. Ich will nur mal eben kurz, weil wir jetzt hier eine Weile nicht mehr gewesen sind, so den ganz groben Rundgang machen. Wobei,
vielleicht sollte ich das erst tun, wenn ich Valdi auch als Held eingeloggt habe. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil der ursprüngliche Plan ist ja gewesen, nach und nach die ganzen Kolonien aufzusuchen mit den entsprechenden Helden. Und ich habe jetzt hier Alexandria noch drin, deswegen passt das eventuell gerade gar nicht so. So, Repapa, ich gucke nochmal ganz kurz vorbei, wenn wir schon mal hier sind. Oh, hier hat sich aber einiges getan. Also gefühlt hätte ich jetzt gedacht, dass... Oder hatte das so in Erinnerung, dass... Holy, dass ich hier vor einer Weile erst gewesen bin. Ist schon wieder so viel Zeit ins Land gestrichen? Wann habe ich denn den ganzen Kram hier eingesammelt? Ich guck mal eben kurz, ob ich das irgendwie so gedeichselt kriege, dass ich hier... Ah, ich mache jetzt das hier, glaube ich, nochmal, oder? Dass ich nicht auf unter 20 falle, aber das wird jetzt hier passieren mit dem Schwarzmuskateller. Oder Muskatella. Alle nötigen Materialien sind da. Phase 4 kann abgeschlossen werden. Repapa dankt vielmals. Phase 5 erfordert große Portionen an Malochkraft. Repapa dankt für Schufterei von Freunden im Vorfeld. Dank vorbereitender Vorbereitung kann Repapa Päuschen von Begutachtung machen. Vorbereiteter, nicht vorbereitender. Kleinigkeiten, Niguya, Kleinigkeiten. I love it. Everywhere I turn, there's hardworking Noppon. Oh, they're not working. They're just doing their own thing. They snooze when they're sleepy, and eat when they're hungry. Sometimes they just wander off. Still, they look quite busy. What might they be making? So, just listen to this. I've been thinking about it a while. We're looking into constructing a smaller, stronger Levelers. Focusing on three pillars. Durability, serviceability, and ease of use. Actually, the whole premise of our work, like fixing things, might need rethinking. If you put too many features on one Levelers, then you need more time and parts, and it ends up costly and hard. Not to mention the handling, so to get out of the cycle. All right, calm down now. Huh? But I was calm. I like this guy already. This new model's design is really very interesting. Thank you. I'm happy you think so. Oh, hey, do you want to work with us? We've just been looking for team members for Project Bingo. Bingo? It's what I'm calling this new model. I was thinking about it, and when I figured it out, it was like, Bingo. So we named it that. Sounds great. I spend lots of time thinking about stuff, too. So I'd love some hands-on experience to really improve and... Gambert? By which, of course, I mean... Do you have any units in a state closer to completion? Sure I do. I just made friends with one such unit recently, in fact. What do you mean, friends? I'll introduce you. She's in the hangar over there. Also, Valdi wird mir auf jeden Fall immer sympathischer. How many Levenesses does he have here? These are his friends. Don't worry too much about it. This is Valdi we're talking about. Und ich finde, zwischen Valdi und Alexandria ist so eine ziemlich unterhaltsame Chemie, würde ich sie nennen. Ah, oh, there she is. What the? Wait, wait, wait. Robo Buddy is a friendly. Robo Buddy? It's this little one's name. Where'd you pick it up? Oh, she was strolling about outside. It must have been on patrol, dude. Did you have to go and drag it in? It doesn't treat Kevesi as hostiles. Does it not even distinguish between Kevis and Agnes? But why would that be? Some error in the control circuits? There's no errors here, and she's not broken. You're conversant with Agnian technology? No way. Well, I guess I dabble, but there's tons of stuff I don't understand there. That's why I started tinkering with those that I do. First, the question of how Agnian autolevs operate autonomously. I think it's mostly to do with ether signaling, but I figured if we could break it down, we might be able to transmit stuff back to them from our side as well. Anyway, I spent ages racking my brain about it,
But if you look at stuff like friend or foe identification, it gets mixed up. Wait, wait, back up. Are you saying you can control it? Well, it's not that precise, really. But at least we're friends now. Right? Is this for real? If they actually succeed at implementing this at scale... Yeah. It would turn the rules of engagement right on their sparking head! Valdi, what are you having RoboBuddy do? Just moving and disposing of materials. It's still in the test phase, so we're keeping things simple. And which section is in charge? That would be the Bingo guys. Why? Why don't I ask you straight? Are you planning to use it as a weapon? No flipping way. I would never. She's not for fighting. I made friends with her to stay friends with her. Well, if that's the case, then it would seem you've missed your mark. Your friend seems to have other plans. RoboBuddy, why? No use debating it. Ready arms. Das ist aber ein komischer Zufall. Dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufschlagen, die gute Robo-Gefährtin durchdreht und jetzt doch irgendwie Bock auf Prügelei hat. Da man nicht Alexandria irgendwas mit zu tun hat. Aber ich will ja auch wieder keine Verschwörungstheorien anleiern. Ich bin gerade sehr überrascht, wie schnell sie down geht, die gute Robo-Gefährtin. Ich dachte, bei dem kleinen Levelunterschied würde das deutlich länger dauern, aber siehe da. Ich habe aber auch ein paar Angreifer in meiner Gruppe, ne? RoboBuddy. Well, that makes things clear. Somebody within Colony 30 has been secretly misappropriating materials. Misappropriating? What are you talking about? Look at the Collectopedia card. You said the three pillars for your new Levness were durability, serviceability, and ease of use. However, you'll notice that the materials RoboBuddy was collecting were waning lapis and vanolium. A brittle rock and a highly scarce metal. What ought we to think about that? Oh, you're right. This isn't what I asked for. But hang on, Alexandria. How did you know to check our Collectopedia cards? I asked her to. I figured it might help. And it looks like I was right. Do you have any idea who the culprit might be? Not at all. Maybe it's all just a big misunderstanding. No, RoboBuddy clearly turned hostile and attacked us. Which is to say, it must have been under the control of someone other than Valdi. But what were they after? Might it have been to make a poison? Poison? Yes. Both of those materials contain certain toxic compounds. Of particular note is the lack of identifiable scent or flavor. When mixed in with food, they're nearly unnoticeable. Well, someone's well read. Our consul had some shady hobbies, and he liked to talk. So, what would happen if you swallowed it? Depending on the concentration? Dizziness, numbness, diarrhea, emesis. And in more severe cases. Ugh. Enough, enough! Oh, fantastic! I managed to retrieve the logs. If we analyze them, we should be able to figure out where it came from. Is that okay? A-okay by me. We gotta stop the baddies. All right, then. Sorry to use your friend like this. Looks like the friendship part might have all been in my head. But thanks for thinking of it that way, anyway. Honestly, such carelessness. Alexandria? You've been looking sad all this time. Hmm? Something the matter? Anything we could help with? I'm used to all this, and I hate it. Alex? It's nothing. You don't have to worry. All right. Analysis is complete. You can unpack the data whenever. Good job, Gambert. Why don't you wait here? Commander, I trust I can leave my man with you? Huh? I thought I'd be going with you.
But there may be other machines like RoboBuddy. You're the only one who can tell them apart. Let's tackle both threads simultaneously. Yeah, okay. I'll stay in the colony this time then. Give RoboBuddy's boss my regards. Also, ich habe die Theorie, dass Alexandria deshalb so traurig und betrüppelt war, weil sie Valdi vielleicht insgeheim um seine Sorglosigkeit und Leichtigkeit, die damit einhergeht, vielleicht beneidet, weil sie selber halt komplett konträr tickt. Aber könnte mich auch irren. So, da hinten ist eine neue Information. Wenn wir einem Thorax Begleitschutz geben sollten, bräuchten wir mindestens 4 Equites. Wenn wir nur einen Centuris hätten, da würde ein einziger reichen. Das ging gerade irgendwie zu schnell oder ich war zu langsam, je nachdem. Aber die Information haben wir aufgeschnappt und werden sie sicher noch präzisieren bzw. ausdiskutieren. Ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde. Ich weiß, ich wollte das eigentlich mit Valdi im Schlepptau machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Valdi als Held hier platziere, dann kann ich die Alexandria-Mission nicht mehr weiter voranbringen, oder? Guck mal, da hinten ist noch eine Information. Zumindest nicht umsonst hierher gekommen. Hunger will armer Steak Preswitsch essen. Fischfilet Preswitsch würde reichen. Armas. Aha, es geht ums Essen. Da könnte gegebenenfalls ein neues Rezept draus resultieren, aber das sind nur ein paar Gedankenspiele. Beziehungsweise eines da oben ist noch eine weitere Info. Guck mal, hier kommt der langsam Fahrt in die Bude. So muss das. 3 Infos, 3 verschiedene Themen. Wer ist dieser Nopon, der selbst mitten in der Nacht noch im Wartungsbereich herumläuft? Bororo natürlich, der Kleine, ist ein richtiges Arbeitstier. Mann, ich habe mir so eine gemütliche Lesart angewöhnt und die geht hier nicht, wenn die Texte automatisch weiterblättern. Das war so nicht abgesprochen. So, haben wir noch einen 4. Auftraggeber? Bin mir gerade, Auftraggeber, nicht Infogeber, wollte ich sagen. Bin mir gerade unschlüssig, ob ich mich erst um die Infos kümmern soll oder erst um die Heldenmission. Ich tendiere gerade irgendwie zu den Infos. Hey, Erun, haben Sie noch was Sinnvolles beizutragen? Die Autolev-Technologie der Agnia für uns selbst stehlen, was für eine Idee. Wenn wir noch gegen andere Kolonien kämpfen würden, dann wäre Kolonie 30 damit wohl unschlagbar. Aber der Kommandeur hat das alles nur getan, weil wir nicht mehr kämpfen, oder? Vergesst bitte, was ich gesagt habe. Okay. Vergeben und vergessen. Ich vergesse eh alles, was man mir sagt. Insofern brauchst du dir da keine Sorgen machen. So, Freunde der Sonne, lasst uns über wichtige Dinge sprechen. Zum Beispiel, oh, das ist eine Mission. Dann fange ich mal mit Amas an. Das war die Geschichte, wo es ums Essen ging. In der Umgebung von Kolonie 30 gibt es echt viele Amas, nicht wahr? Ja, die haben Glück. Da haben sie immer leckeres Amafleisch in Reichweite. Jetzt werf doch nicht so leichtfertig alles in einen Topf, im wahrsten Sinne. Wissenschaftlich heißt diese Spezies Amaidae. Ich bleib bei Ama. Die Exemplare mit Hörnern sind die männlichen Adons. Bei den Hörnerlosen handelt es sich um die weiblichen Amas. Ah, Amas setzen mehr subkutanes Fett an, deshalb wird ihr Fleisch als schmackhafter angesehen als das der Adons. Im Gegenzug sind Adonhörner überaus nährstoffhaltig. Gemahlen und in Wasser gemischt ergeben sie ein starkes Tonikum. Gibt es weitere Fragen? Hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht? Das wusste ich alles nicht. Danke für die Infos. Und ich wollte so viel gar nicht wissen. Seit wann bist du denn so ein Armor-Freak? Ich hätte gerne auch solche Informationen über alle anderen Gegnergattungen. Oder beschränkt sich das wirklich nur auf die Armas? Keine Ahnung. Lieblingsläffnisse. Hört mal, ich wollte euch was fragen. Geht's zufällig um Läffnisse? In dem Fall solltest du dich lieber an Rico wenden. Eigentlich hast du recht, Hajon, aber in diesem Fall will ich lieber euch fragen. Bitte sagt mir, welcher euer Lieblingsläffnis ist. Du meinst die Typen wie Equites oder Velites? Genau. Also ich mag die Thoraxe, damit kommt man gut rum. Oh, ich hätte gerne ein Bild zu allen Ausführungen. Ich habe die gerade nicht mehr vor Augen, aber die Namen sagen mir alle was. Mir gefallen die Balaenas. Die wirken irgendwie so lustig. Was ist mit dir, Tayon? Dann nehme ich mal den Gyrinus. Der sagt mir gerade am wenigsten. Das ist die neue Spitzentechnologie. Noah, Mio, wie sieht's bei euch aus? Puh, ehrlich gesagt habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Deswegen wirst du jetzt dazu eingeladen, Noah. Ich auch nicht.
Was ist denn dein Lieblingsleffnis, Valdi? Meiner ist natürlich... Stopp, du brauchst es nicht zu sagen, wir wissen es. Was? Aber ich will es sagen. Bitte lass es mich sagen. Ja, toll. Ey, das ist ja mal ein richtig mieser Cliffhanger gewesen, Entwickler. Lassen die uns jetzt ja einfach dumm sterben. Den von ihm hätte ich jetzt vielleicht sogar gegoogelt, ja, weil es mich einfach interessiert hätte. Aber wir sterben dumm. Wir gehen dumm aus diesem Part hier raus. War dieser Bororo nicht auch dabei, als Mechafreunds Bauteile versteckt wurden? Ich hätte da noch eine Rechnung mit ihm offen. Er ist derjenige, der Schraubibi und Dinky Dinky angestiftet hat. Bei dem Namen ist er selber wohl auch ein Nopon, oder? Mich stört, dass wir damals gar nicht wirklich rausfinden konnten, was seine Absichten waren. Da sagst du was. Wenn wir ihn finden, sollten wir mal mit ihm reden. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Aber wir haben ja einen tollen Marker in Xenoblade Chronicles 3. Der wird uns sicher hingeleiten. Trotz aller Orientierungslosigkeit und fehlender Ansätze. Okay, damit hätten wir die Gesprächsoptionen erstmal durchexerziert. Es sei denn, da kommen noch neue mit hinzu, wenn wir einmal Valdi hier noch ins Hauptteam holen. Keine Sorge, das habe ich jetzt nicht vor. Das hier wollte ich mir angucken. Und das scheint deutlich einfacher zu sein von der Levelanforderung. Was Schraubibi und die anderen über Bororo sagen, klingt besorgniserregend. Ertappe ihn im Wartungsbereich und kläre den Mecha-Freund-Fall auf. Genau das gedenke ich zu tun, der uns einfach komplett ablenkt von unserer eigentlichen Mission, ja. Doppelt und dreifaches Ärgernis. Jetzt gibt's Schellen, Bororo. Jetzt kommst du uns nicht mehr davon. Du bist Bororo, oder? Nu. Gastig, fiese Leute. Was? So sind wir noch nie willkommen geheißen worden. Hey, komm zurück. Warum rennt er weg? Das ist verdächtig. Kommt mir vor, als würde er sich wegen irgendwas schuldig fühlen. Ach, bestimmt nicht. Der muss bestimmt noch auf Klo. Los, hinterher. Jetzt will aber bitte nicht mit Spuren suche. Jetzt habe ich ernsthaft zwei Spurensuchen-Missionen, die sich hier überkreuzen. Super. Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Noch mehr Spuren, nachdem ich zuletzt schon so begeistert von diesen Missionen hier war. Aber man muss immer wieder... Oh, das war mutig. Man muss immer wieder versuchen, das Positive zu sehen. Es gibt immer Sachen, die noch schlimmer sein könnten. Und was ist noch schlimmer als Fußspuren-Missionen? Escort-Missionen. Oder Stealth-Stellen, irgendwo vorbeisneaken oder so. Alles, was in die Richtung geht, ist letzten Endes noch schlimmer. Das hier ist einfach nur zeitaufwendig und unspaßig, sagen wir mal so. Gibt aber auch noch Kategorien, die fallen dann in Richtung frustrierend. Und das ist dann letzten Endes noch schlimmer. Insofern, hurra! Ein Hoch auf Fußspuren! Bitte viel, viel mehr davon! Hoffentlich bleiben das nicht die vorletzten. Was hätte ich letzten gesagt? Aber wir dürfen heute wahrscheinlich noch mal eine andere Fährte jagen. Aber hier bin ich jetzt schon mal gewesen. Ich erinnere mich noch. Hier habe ich mich damals sehr gefreut, dass sich der Kreis hier geschlossen hat. Warum geht es hier nicht weiter? Was ist mit diesem Ausrufezeichen? Hä? Die Kletterwand, die ist nicht neu, oder? Ich kann das auf der Karte gerade gar nicht einordnen, aber an dich erinnere ich mich nicht. Vielleicht ist ja auch irgendwas nachgewachsen. Ist ja zwischenzeitlich ein bisschen Zeit ins Land gestrichen, um hier neue Ranken wuchern zu lassen. Warum auch nicht? Aber nee, hier waren wir schon. Das ist der ganz normale Aufstieg auf diese Ebene, würde ich jetzt sagen. So, Bororo, was soll das alles? Erklären Sie sich. Wir haben dein Geheimversteck gefunden. Oh, was kritzelst du denn da? Bororo gibt alles für Alexandria, bitte als Belohnung mit Lob überhäufen. Achso, Entschuldigung. Bororo gibt alles für Alexandria, bitte als Belohnung mit Lob überhäufen, so rum. Ich dachte, das wäre jetzt seine Antwort gewesen. Nu, ohne Fragen gucken, wie unhöflich, unerzogen. Naja, Moment, Alexandria. Da steht sie. Nu. Macht gerade ein bisschen Sorge. Man muss wahrscheinlich Alexandria
als aktive Heldin ausgewählt habe, um diese Sidequest hier zu triggern, ne? Aber Alexandria hat ursprünglich mit dieser Kolonie gar nichts zu tun. Das heißt, um wirklich gründlich vorzugehen, müsstest du mit jedem Helden in jeder Kolonie einmal durchlatschen. Das werde ich in dem Let's Play nicht machen. Aber ich bin gerne bereit, Hinweise entgegenzunehmen. Wohlgemerkt nur bei Kolonien, wo ich schon war, und bei Helden, die ich schon habe, darauf hingewiesen zu werden, dass mit dem Helden in dieser Kolonie noch was triggerbar ist. Das checke ich gerne. Das könnt ihr mir gerne mitteilen. Aber ich werde eh nochmal alle Kolonien besuchen, nur eben nicht mit allen Helden. Ne? Wer ist das? Du bist nicht mit ihm befreundet? Ein Groupie. Nicht, dass ich wüsste. Sequoia ist verantwortlich für unseren Geheimdienst. Ich glaube, sie arbeitet aber nicht mit Nopon. Sie würde nie riskieren, so aufzufliegen. Nunu! Bororo mag Alexandria sehr dolle, aber ist jetzt fürchterschrecklich traurig. Tja, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich glaube, wir sollten das Ganze hier nicht allein angehen. Wir sollten es Kolonie 30 erklären. Ich habe gerade gelesen, wir sollten es Kolonie 30 klären und dachte mir gerade, was ist das denn für ein Deutsch? Aber scheinbar ist das nur meiner Leseschwäche geschuldet, die eigentlich gar nicht vorhanden ist, objektiv betrachtet. Muss man immer ein bisschen aufpassen mit Begrifflichkeiten, weil eine diagnostizierte Leseschwäche gibt es tatsächlich. Insofern bitte das einmal in Anführungsstriche setzen. So, ich guck mal eben kurz, was die Karte mir sagt. Das ist aber nicht die Karte, wo ich hin wollte. Wir müssen auf jeden Fall einmal nochmal zurück in die Kolonie. Oh, es ist genau die Mitte. Weiß man gar nicht, ob man sich links oder rechts hinporten soll. Ich mach mal hier den Anfang. Bisher musste ich im Rahmen dieser Mission kein einziges Mal kämpfen, ne? Und selbst wenn bei der Levelvorgabe sollte das easy sein. Bin trotzdem gespannt, wie das hier ausgeht. Was es mit Bororo jetzt auf sich hat. Ach, jetzt spreche ich mit Yuzhak. Jetzt verpetze ich ihn vermutlich. Oder teile mein neu erworbenes Wissen mit ihm. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat dieser Nopon versucht, vertrauliche Informationen über Kolonie 30 an eine andere Kolonie weiterzugeben. Zudem steckt er dahinter, Mechafreunds Bauteile zu stehlen, in der Hoffnung, den Zusammenhalt der Kolonie zu schwächen. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Bororo lässt nicht zu, dass Kolonie 30 Alexandria platt macht. Bororo besiegt Kolonie 30 stattdessen und macht Alexandria quietschvergnügt. So war Plan. Holy shit. Okay, also dann. Ich verstehe, warum du es getan hast. Aber dass du etwas tust, worum ich nicht gebeten hatte, erfreut mich ganz und gar nicht. Ja, so sieht's nämlich aus. No. Also was jetzt, Kommandeur Valdi? Gute Frage. Ich will nicht, dass jemand meinen Freunden schadet. Also, Bororo, willst du nicht auch mein Freund werden, damit wir alle miteinander auskommen? Oh, shit, okay. Also, wenn das der Lösungsansatz ist, dann bin ich gerade ein bisschen bei Alexandria, muss ich sagen. Also, was ihr Blick auf die Naivität von Valdi angeht. Valdi! Tut Bororo unaussprechlich leid. Bororo fühlt schreckliche Reue. Vergeben und vergessen. Echt jetzt? Da ist selbst der Lenz erschüttert. Ich hoffe, wir werden das nicht noch bereuen. Valdi sagt, er vergibt ihm. Ja, das haben wir gerade alle mitbekommen. Hä? Was war denn das gerade für ein Hinweis, Mio? Bororo sieht Dinge jetzt ganz anders und wird sehr hart arbeiten. Mio lässt hier den Captain Obvious raushängen. Ah, das war irgendwie eine komische Mission. Bororo wollte für Alexandria das Doric-Projekt sabotieren, aber Valdi hat ihm verziehen und will es zusammen mit ihm fertigstellen. Also in dem Fall können wir ja wenigstens noch ein bisschen hoffen, dass es einen Sinneswandel bei Bororo auch erzielt hat. Der hat nämlich eigentlich genau so reagiert, wie man es sich gewünscht hätte. Ne? Die Frage ist nur, wie lange bleibt er einsichtig und wie groß ist die Gefahr, nochmal rückfällig zu werden. Aber diese Antwort ist fraglich, ob wir darauf jemals eine bekommen werden. Wenn, dann wird sie vermutlich etwas auf sich warten lassen. Warte mal, ich wollte eigentlich die Spuren hier inspizieren, jetzt untersuchen. So, in welche Richtung geht's diesmal? Ach, das sind diesmal solche Spuren. Die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Bin ich schon mal so einer staubigen, rauchigen Spur gefolgt? Ich weiß nicht. Kann mich nur an klassische Fußspuren erinnern, aber wir gucken mal. Immer wenn es raus in die Pampa geht, kann man sich immer auf riesen XXL-Wanderungen einstellen.
Ich muss dann immer an, ich weiß nicht, ob ihr früher, also wer in meinem Alter ist, der wird von früher noch die Schlümpfe kennen. Da gab es immer mal so eine Folge. It's mostly aligned with yours. There's something else going on here. Da gab es mal so eine Folge. Entschuldigung fürs Gähnen, ich bin eigentlich ausgeschlafen. Da sind sie auch irgendwie, keine Ahnung, wo die da hingelaufen sind. Da sind sie durch so eine Höhle gelaufen und durch Wiesen und Felder und da vorne der Papa-Schlumpf und ganz viele andere Schlümpfe hinterher. Und da kamen immer wieder Szenen, wo gefragt wurde, sind wir bald da? Sind wir bald da? Und immer wieder in unterschiedlichen Settings und das ist mega unlustig und unspektakulär, aber die hat sich so... Als Kind fand ich das lustig und das hat sich irgendwie so eingeprägt. Dieses sind wir bald da? Und wenn wir dann in Urlaub gefahren sind oder mal eine längere Autofahrt oder so hatten, dann habe ich das immer aus dieser Serie adaptiert und mein Vater die ganze Zeit damit gestresst mit dieser Fragerei und fand das immer ultra witzig und der hat, glaube ich, gar nicht gecheckt, dass ich das aus der Serie habe. Ich habe es damals auch gar nicht gesagt. In meinem Kopf war das halt lustig, weil ich diese Analogie gesehen habe und alle anderen waren wahrscheinlich einfach nur hart gestresst und ja, daran musste ich gerade denken, weil wir jetzt diesen weiten Weg vor mir haben. Ich weiß nicht, man kann das bestimmt online irgendwie abrufen. Ich weiß nicht, gibt es die Schlümpfe irgendwo online? Eigentlich könnte man die Szene hier einblenden, aber ich weiß A nicht, wo ich suchen soll. Und B, habe ich gar keine Ahnung, welche Folge das gewesen sein soll. Ich weiß nicht mal mehr, ob die Schlümpfe überhaupt Folgennamen hatten. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass irgendwann mal das SNES-Spiel die Schlümpfe unterm Weihnachtsbaum lag zu Weihnachten, logischerweise. Und dass das Spiel echt knüppelschwer war. Also ein Jump and Run, richtig schöne Grafik für damalige Zeiten, aber fand die Steuerung damals ein bisschen clunky, also nicht so vergleichbar mit den Mario-Spielen oder Yoshi's Island und so, aber wunderschöne Settings und wie gesagt, ein krasser Schwierigkeitsgrad. Nein, ich wollte nicht helfen. Einmal raus. Und was ich auch noch weiß, und das ist krass, wenn man das so aus heutiger Sicht betrachtet, muss man jetzt nicht ins Scharmützel einsteigen, oder? Oder lotst mich die Fußspur dorthin? Nee, hier hinten geht's weiter. Die Schlümpfe hat, weil das halt damals so ein Lizenztitel war und das damals halt die teuersten Spiele so mitunter waren. Heute interessieren mich die meisten Lizenztitel ja nicht so wirklich, aber das Spiel hat damals 150 D-Mark gekostet. Ich weiß das noch, weil ich beim Wegard um die Ecke immer hinter die Glasvitrinen geschielt habe. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich Zelda A Link to the Past damals für 100 D-Mark gekauft habe. Da mein Bruder und ich damals ein bisschen Taschengeld zusammengelegt, was wir aus Geburtstagen und Weihnachten und so bekommen haben. Geld von Oma und so, ne? Was wir halt damals so für Einkommensquellen hattest, in Anführungsstrichen. Und ja, aber die Schlümpfe hätten wir uns nie selber gekauft. Ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern das irgendwie so im Sonderangebot gesehen haben, aber das war schon teuer. Weil man sagt ja immer, dass heute alles so viel teurer ist als früher, aber überleg mal, 150 D-Mark? Und die Schlümpfe war damals nicht das einzige Spiel in der Größenordnung. Also wir haben damals alle so zwischen, also neue Spiele, klar, du hast immer mal eine Grabbelkiste gehabt, wo du auch ein Spiel mal für 20 D-Mark oder so mitgenommen hast. Das, was du heute halt teilweise auch hast, diese ganzen reduzierten Angebote, aber ich gehe jetzt wirklich so von frischen Spiele-Releases von aktuellen Spielen aus. Und da hat sich das früher immer zwischen 100 und 150 D-Mark bewegt für den SNES. Und ich meine, das ist trotzdem ein bisschen günstiger. Vor allen Dingen, wenn man auf die 100 guckt, ist das günstiger als heute. Ne? Weil heute kriegst du ja ein neues Spiel auch nicht mehr für 50 Euro. Aber das war damals halt auch mit den technischen Möglichkeiten sehr limitiert. Und trotzdem hatten die Spiele damals irgendwie so eine ganz eigene Magie. Also ich weiß nicht, die schönste Gaming-Zeit mein Leben lang wird wahrscheinlich immer die SNES-Zeit bleiben. Also natürlich auch die nostalgisch eingefärbteste, das ist ganz klar. Aber ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, wie an einem Weihnachten, und mein Bruder und ich, wir wussten ja schon, wie die Big Boxen aussehen, ne? Wir haben anhand der Geschenkeverpackung, und wir waren nie die Kinder, die dann so ein Geschenk genommen haben und daran gerüttelt haben, wie Bekloppte. Wir haben aus der Ferne respektvoll und ehrerbietig oder wie man sagt, haben wir uns das aus der Ferne angeguckt und
und schon gemutmaßt, dass das Spiele sein könnten. Man entwickelt ja auch als Kind über die Zeit ein gewisses Auge dafür. Und da war tatsächlich an einem Weihnachten Illusion of Time und Secret of Evermore in einer Big Box. Unter einem Baum. Das Alex, are you okay? You're not looking too well. It's nothing. I'm just thinking about the past. Ich auch. Genau darüber spreche ich auch gerade. Guck mal. Wir schwelgen gerade beide in Erinnerung. Nee, und das war mega. Und Secret of Mana haben wir damals im Toys R Us gekauft. Für damals 120 D-Mark. Ey, das ist so krank, ne? Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Aber so bestimmte Dinge, die vergisst man einfach nicht. Und das zeigt mir nur so, wenn ich heute so drüber nachdenke. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie so voll kitschig. Aber es zeigt halt irgendwie nur, wie viel mir das bedeutet hat, damals schon. Also es war, ja, war einfach nur schön. Deswegen halte ich die Boxen bis heute in Ehren und freue mich sehr, dass ich die über all die Jahre, über so viele Umzüge hinweg immer noch in so tippitoppi-Zustand von A nach B gebracht habe. Und das wird auf Lebzeiten werden, dass meine Schätze bleiben. Sag euch, wenn es hier bei mir in der Wohnung irgendwann brennen würde und ich müsste irgendwas aus der Wohnung retten, die Big Boxen würde ich zuerst mitnehmen. This is where the logs run out. Let's search the surroundings. No, hold on. Past there is... Dream you'd fall for the oldest trick in the book. Dear Ouroboros, how do we ever fear you? I know that screech. It's the Consul from Valdi's. So he's alive? If I died so easily, I'd be a human. But as fortune has it, I... Hey! I'm still talking here! I'm sorry. I couldn't care less. How primitive can you get? You didn't really think you'd fooled me. No. Ha! I knew you for a craven, Alex. You were plainly going to secure the retreat. Oh, so you do have two brains to have. Everything's going numb. A very special litmus that was. Oh, it isn't fast acting, so relax. I formulated it for the water supply, you see. You're after Colony 30. It doesn't matter so much where. The important thing is the water. It will soon become the object of the most vicious raids! You worm! However, seeing that you're here, I might arrange a whole different playtime. We can create a tableau of your little act of betrayal. And see how you like it when you're the one being poisoned! Act of betrayal? Mother! Stop spewing your idiot lies! Oh dear. You haven't told your friends, then? Well, then... I guess they're no friends of yours! Truthful! Master Eden with a full lowdown already! This little minx has ever the ambition drilled her to kill her old commander! She brewed up a poison to make him weak, then staged it like he died in battle! Even better, she made her accomplices team leaders to shut them up! And they're still chumming it up today! Alex. He's telling the truth. I regret nothing. He wasted men and resources. Clung to outdated tactics.
If his tyranny continued, Iota would surely have collapsed. Oh, how prison! How ghastly, never knowing when one might die in one's sleep. Unable to trust your friends. I go so far as to say they lost their trust in you. That's right. And so, I'm not asking you to trust me. Everyone's got some husks in their closet. And as for me, I'm choosing to trust you. Oh, cut me! Right to the quick. In this game, to the cruel get the spoils. Let me demonstrate in quick order! Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, mein Freund. So, warte mal, kämpfe ich jetzt nur gegen dich? Ich kann erstmal einen Überblick hier verschaffen. So, bist du der Einzige? Nee, den Armadillo. Ich glaube, den werde ich mir jetzt erstmal vorknüpfen. Weil ich mal ganz stark davon ausgehe. Oh Gott, Lance ist schon tot. Ich bin gerade mit so einer ungünstigen Gruppe unterwegs. Also einfach, weil ich nur Sena als Verteidiger gerade mit drin habe und das, glaube ich, nicht so zielführend ist. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Mein erster Heiler geht auch gleich drauf. Beziehungsweise ist gerade drauf gegangen. Dafür ist jetzt Dings wieder da. Okay, also das Wegsterben geht hier auf jeden Fall munter los. Das war bei dem Level aber auch irgendwie zu erwarten. Das, ja... war vielleicht nicht der allerklügste Move. Ich wollte aber noch ergänzend hinzufügen. Ich fand es gerade irgendwie schön, dass ausgerechnet von Kajon der Support für Alexandria trotz der neu gewonnenen Erkenntnis gerade kam und ausgerechnet er sie jetzt nicht hängen lässt, sondern zu ihr hält. Ist natürlich auch eine doofe Situation, wenn du solche Informationen bekommst. So mitten im Kampf, ne? Weil das ist eigentlich was, worüber man in Ruhe sprechen sollte, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen zusammensetzen sollte und alles auseinanderklamüsert, aber es ist, wie es ist. So, ich werde jetzt diesmal nicht aus der Ouroboros-Form heraus meine Angriffskette einsetzen, es sei denn. Ja, ich wollte schon, dass der Möbius das jetzt auf volle Möhre abbekommt, aber ich mache das, glaube ich, ohne... Ich mache das ohne Dings hier... Ach, sag schon. Warte mal. Nein! Oh, jetzt bin ich überhitzt, weil ich jetzt versucht habe, den anderen anzuvisieren. Mann, das war jetzt gerade multitasking-mäßiger Murks. Jetzt muss ich erstmal 10 Jahre abkühlen. Glückwunsch. So, im Hintergrund dämmert das auch. Schon wieder ganz vergessen, dass auch während der Kämpfe die Tageszeit sich verschiebt, aber die Atmosphäre auf jeden Fall zuträglich. Starten wir tagsüber mit dem Kampf und hören auf. Tiefster Nacht. Ey, wenn mein Heiler gleich stirbt, dann... Okay, Noah ist in letzter Sekunde jetzt wieder zurückgekehrt. Sena, du musst mehr Wut auf dich ziehen. Das funktioniert sonst so nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Der Armadillo, der muss jetzt hier drauf gehen und dann kann ich hier mit der Angriffskette ein bisschen mehr erreichen, hoffentlich. Oh, wie lange die Abkühlphase aber auch dauert vom Ouroboros, ne? Hab das jetzt zuletzt eigentlich immer ganz gut im Blick gehabt, deswegen... fällt mir gerade wieder mal auf, wie viel Zeit dafür ins Land streicht. Aber ich könnte vielleicht auch mal wieder eine Runde wagen mit Upgrades für Ouroboros. Habe ich jetzt, glaube ich, auch eine Weile nicht mehr gemacht. So, auf jeden Fall ist der Armadillo jetzt platt. Das heißt, jetzt können wir uns um den eigentlichen Gegner kümmern. Ich bin gespannt, ob das für diese Heldenmission die letzte zu überwindende Hürde ist. Also kampftechnisch meine ich jetzt. Oder ob dann im Anschluss noch was kommt. Ich habe gefühlt schon vor lange keine Angriffskette mehr gemacht, aber meine Leute sehen alles andere als gesund aus. Ich glaube, dass das echt... Das war gerade übelst dumm. Ich habe gerade Heilung angesetzt, obwohl ich eigentlich mit Heilung gar nicht starten sollte. Okay.
Also wenn ich das jetzt hier versemmle, dann komplett schuldeigne. Aber guck mal, das sieht doch eigentlich noch ganz okay aus. Die Heilungseffekte sind aber stärker geworden, oder? Wenn ich früher immer Flächenheilung genommen habe, dann kam da immer ultra wenig nur bei rum. Also da hat sich das vielleicht um, keine Ahnung, 3 mm nach vorne verschoben, die Leiste. Ey, 149, Tayon, willst du mich veräppeln? Also den 1%, den hättest du uns noch gönnen können. Gönnen können. Muss mal Kaffee trinken, wobei, warte, das mache ich bei der nächsten Animation. Flüsternde Klingen machen wir. Alexandria hatte doch diesen... oh shit, ich habe kein Heiler mehr. Ja, weil ich den ersten Befehl in der letzten Runde verkackt habe. Alexandria hatte doch diesen Effekt, der immer weiter, also wo sich ihre Schadenswerte immer weiter potenzieren, ne? Ich weiß aber nicht mehr, an welche Bedingungen das gekoppelt war. Haben wir jetzt? Ja, diesmal ist wenigstens diese Grenze überschritten. Das ist schön. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie anhand meiner Befehle auslösen, wie viele Folgerunden noch kommen? Oder ist das random? Das Tutorial ist schon wieder zu lange her. Ich mach mal den hier. Das Gute ist, ich habe jetzt wieder eine Heilerin im Boot. Machen wir mal hier Umwerf-Action. Boah, ich würde so gerne, dass der jetzt drauf geht, aber der hat zu viel Energie. Das wird definitiv nicht hinhauen. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn er knapp die Hälfte oder so verloren hat, vielleicht nicht mal wieder in den Kampf reingeschmissen. Und dann habe ich seine stärkste Phase und dann verrecke ich eh, weil der viel zu viel Damage austeilt. Das hat sich gerade eben ja schon so ein bisschen abgezeichnet, bevor ich hier in die Angriffskette reingegangen bin. Prost. Also den Kampf hier würde ich vermutlich jetzt nicht mit einem zweiten Versuch erzwingen, sondern mich dann erstmal anderen Zielen widmen. Keine Sorge, es wird, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, nicht auf eine Endlosspirale an Versuchen hinauslaufen. So viel kann ich euch versprechen, aber ich glaube, die Angriffskette ist jetzt vorbei. Hm. War nicht gut. Das war auf vielen Ebenen nicht gut. Aber der hat der trotzdem viel Energie. Ah, mal gucken. Mir macht gerade nur ein bisschen Sorge. Ich habe mit einer Angriffskette ihm jetzt nicht mal ein Drittel seiner Energie abgenommen. Also so nach Augenmaß würde ich sagen. Das ist knapp weniger gewesen. Das ist echt nicht so prall. Vielleicht die nächste Angriffskette aus der Ouroboros-Form. Muss ich mal gucken. Ich bin wieder am Leben. So, mal schauen. Erstmal wieder die Punkte aufladen. Ich meine, ich habe hier gerade ein sehr, sehr offensives Setup. Vielleicht hilft das sogar. Weil ich glaube... Oh, warte, ich muss jetzt hier nicht nur gucken, sondern vielleicht auch parallel ein bisschen was machen. Ich muss auch den Vorteil meiner Konstellation sehen. Also mindestens einer ist aber dabei. Ich glaube, das könnte sogar Noah sein, der mit seiner jetzigen Klasse nur mit bei Stufe 1 ist. Und das ist natürlich auch nicht so prall, ne? Also da bleiben auch nochmal Punkte liegen. Wenn ich jetzt hier nochmal alle Leute ausschließlich in irgendwelche ausmaximierten Zehnerklassen reinstecke oder denen das zuweise und dann nochmal von vorne beginne, dann wird der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch ein bisschen nach unten gehen. Und ich wollte gerade sagen, eigentlich wusste ich aber auch nicht, was hier auf mich zukommt, aber das stimmt nicht. Weil anhand der Levelvorgabe kannst du schon ganz gut... Warte, ich will immer noch den großen Angriff machen. Genau. So, und dann... Ich drück Steuerkreuz runter. Komme ich noch rechtzeitig raus oder überhitze ich jetzt? Ja, super. War ich zu langsam oder zu optimistisch. Aber den Schaden wollte ich jetzt unbedingt noch austeilen. So, jetzt müssen wir nur noch Tayon irgendwie aufgepäppelt kriegen. Okay, Tayon ist bei uns. Ich mache jetzt nochmal den. Ich habe jetzt gerade Ouroboros hinter mir, deswegen stand das jetzt gerade nicht zur Auswahl. Aber ich guck mal, was ich jetzt an Schaden hier rausholen kann. Und diesmal habe ich den Fehler vom Anfang nicht wiederholt. Ich glaube, hier könnte gerade sehr viel Schaden bei rumkommen. Ich glaube, das war eine extrem gute Runde. Vielleicht neuer Rekord für mich. Wir werden sehen. Ich freue mich sehr über diesen Ouroboros-Abschluss, weil ich wirklich sehr viele Reaktivierungen jetzt hier hatte. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das waren bestimmt 5 oder 6. Ihr seht es ja auch am Schadensmultiplikator. Jawohl. So muss das. Nice. Ich freue mich. Ah! Alex!
I see a blind spot! Let me go! You have to, or you'll... Alex, you said it yourself. You were counting on us. This here's my friend. So back off! We're not done here! What is this? That was too close for comfort. You can say that again. Oi! What the spark were you playing at? I seriously thought you'd snuff it. Hey, I trust you. I knew you'd make it in time. What? On what basis? Well, I didn't exactly have time to ponder it. You smug little clod. Please don't frighten me like that. But why? How can you do those things? You could have died. Yes, but that's just Noah's way. How have you survived this long if you're always so careless? I'm telling you, we count on one another. That's how we've learned to do it. Perhaps I'm not explaining it right. But in any case, I think there's something rather elegant at the heart of it. So that's what you call strategy? I swear, you Ouroboros must be the most peculiar people I've met. Too peculiar to trust? If you were, I'd have been long gone. Thank you for trusting me. Right back at you. Let's get back to Valdi. He's probably getting worried. Was ich immer wieder so ultra faszinierend finde, einfach weil es ultra unlogisch ist, solche Szenen wie das gerade eben, ne, wo Noah die Hand von Alexandria gehalten hat, um sie vorm Abstürzen zu bewahren, wie sie da erstmal, während sie Händchen haltend da hängen, quasi an der Schwelle zum Tod, erstmal Gespräche miteinander führen und Deep Talk machen, anstatt erstmal die Person in Sicherheit zu bringen, sie hochzuziehen und dann zu reden. Nein, nein, nein. Da wird sie da hängend und nach oben blickend erstmal nett Konversation mit Noah betreiben. Und kann man mal machen, wenn man sich seiner Stärke sicher ist und alles um einen herum friedlich ist. Das war es ja hier gerade total, ne? Aber ist ja nochmal gut ausgegangen. Also insofern wollen wir uns nicht beschweren. Ich würde nur gerne, bevor ich es nämlich vergesse, einmal ihmchen hier. Wie ging das denn nochmal? Seine Klasse, die er gerade hat, den Blitzfechter mit einer Nopon-Münze stärken. Beziehungsweise einmal ausmaximieren. Genau, dann hatte ich hier nämlich die 10. Und dann würde es sich anbieten... Oh, eigentlich könnten wir einen zweiten Verteidiger jetzt ganz gut gebrauchen. Aber irgendwie hätte ich auch Bock, ihm den Frontkämpfer jetzt mitzugeben. Ich bin mir unschlüssig. Kann es sein, dass er die beiden Sachen kürzlich erst freigeschaltet hat? Das könnte durchaus sein, ne? Ich meine nämlich, die standen vorher nicht zur Auswahl. Ich bleibe jetzt mal vernünftig und überlasse ihm den Verteidiger. Ich glaube, das wird meine Chancen in schweren Kämpfen eher erhöhen. Was ist das denn hier? Natürlichen Treffer. Warum hat der denn sowas hier voreingestellt, hä? Können Sie nicht verstehen. Warte mal, dieser Titanstirnschutz, der hat 32. Das ist in Ordnung. Maximale KP kann ich damit nicht nochmal reinnehmen. Ich nehme jetzt einfach die erstbesten. Physische Abwehr ist auch okay. Das kann bleiben. So, das heißt, Tayon und Mio sind die nächsten, die man so ein bisschen im Blick haben sollte. Aber mit zwei Verteidigern fühle ich mich, glaube ich, am Ende dann doch ein bisschen wohler. Das kann man schon so machen und so stehen lassen. Das ist nicht die Mission, die ich markiert habe. Warte mal, jetzt bin ich wieder irritiert, weil ich nicht weiß, wo ich als nächstes hin muss. Weil den finalen Missionsabschluss, den hatten wir noch nicht. Als Kolonie Iota in Technologieaustausch mit Kolonie 30 durchführt, hängt Alexandria ihre einzige Niederlage nach. Es wird ein Vermittler gebraucht. War das nicht die ganze Zeit markiert? Da
verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber guck mal, da wird jetzt wenigstens ein Zielort eingezeichnet. Ist das jetzt hier in dem Bereich? Ja. Ich habe, glaube ich, einfach nur gerade eben nicht weit genug nach rechts gezogen auf der Karte. Kurzer Moment obligatorischer Geistesabwesenheit, würde ich sagen. We're back! Hey, welcome back, you guys. That was shocking news you sent. Didn't think I'd hear about Q again. I'm sorry about putting you through that. Don't worry about it. We've gotten a lot out of the bargain as well, I assure you. And I'm sure Gambert has been absorbing it all like a sponge. Dame Alix, about that. Respectfully, there's something I'd like to discuss, if you please. You want to stay here, don't you? How did you know? The Nuppon are staring. Well then, Valdi. What would you say if I propose a temporary staff exchange? Gambert, for one of your mechanics? Dame Alix. Really? I think it would be intellectually stimulating for both our sides. All right, sounds cool. Let me quickly talk to my buds. Dame Alix, what's brought this on? Pardon? Brought what on? Never mind. We got the okay. They say they'll move ASAP. Very good. This should help foster better relations between our colonies. What do you mean better? We're already fast friends. You're right. I misspoke. Gambert, come on. Gotta introduce you to everyone. Huh? What? Now? Hey, hang on! Well, that's one thing taken care of. Right. About that. We won't tell anyone about what Q said. I mean, it's not like you could get court-martialed for it at this point. For the record, though, I can't say I approve of your methodology. Indeed. If you try something like that again, well, we'll just have to stop you. And then we'll put our heads together to come up with a less bloody way. So no more agonizing alone. Got it? That's reassuring. If that's how you really feel, then let us help you. That is, since we're friends now and all. Thank you. Sure. And thank you too. Wow. That was for saving me earlier? I hadn't had a chance to say it sooner. You really didn't have to. It would have eaten at me if I didn't. I have to say, I thought you were more chill than that, Alexandria. Aww. She's actually kind of a sweetheart, ain't she? What? Are you making fun of me? It's just a bit of friendly banter. You'll get used to it in no time. So she's learned how to open up a little. Good for her. Ich glaube, dafür sind wir alle ganz schön dankbar. Ich freue mich. Ich fand das so ein wunderschöner Abschluss für die ganze Mission. Nachdem Alexandria ihre Gefühle offenbart hatte, konnte Vertrauen aufgebaut werden. Nun sind gesündere Beziehungen möglich. Das ist wundervoll. Und 15 Güter gibt es auch noch. Grenze der Heldenklasse erweitert. Der Klassenrang hat Stufe 20 erreicht. Das habe ich schon wieder komplett vergessen, dass es das gibt. Ist gerade irgendjemand dabei, die 20 anzusteuern für die andere Klasse? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es komplett aus den Augen verloren. Aber da ist es wieder. Grenze für Klasse erweitert, der Rang für diese Klasse. Ach, cool. Das betrifft gleich zwei. Ja, praktisch. Wir werden dafür auf jeden Fall gute Verwendung haben, würde ich sagen. Ich bewege mich jetzt hier keinen Schritt weiter. Und ich habe auch noch gar keine Ahnung, womit wir beim nächsten Mal weitermachen. Aber ich werde jetzt diesen Part hier und jetzt erstmal beenden, denn ich bin jetzt bei über einer Stunde Aufnahmezeit. Bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!